Drei Tipps für hochsensible Kinder. Tipp 1. Sorge für eine reizarme Umgebung. Das heißt nicht, dass dein Kind immer ohne Reize sein muss, sondern es geht darum, dass du zu Hause immer wieder dafür sorgst, damit es immer wieder in die Entspannung kommt. Tipp Nummer 2. Achte darauf, dass dein Kind nicht in allzu großen Gruppen unterwegs ist, denn dein Kind ist davon sehr, sehr schnell überfordert und braucht unbedingt immer erwachsene Bezugspersonen als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen in der Nähe. Und Tipp Nummer 3, findet ganz klare Routinen und Abfolgen, denn das entlastet das Gehirn deines Kindes. Dein Kind nimmt ja so viel wahr und klare Routinen führen dazu, dass das Gehirn sozusagen entlastet wird und dein Kind sich leichter entspannen kann. Passend zur Ferienzeit, die für Eltern ja oft so ein bisschen herausfordernd ist, habe ich einen Wochenplan wunderschön designt für 0 Euro für euch entwickelt. Dieser Wochenplan hilft euch dabei, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. Du bekommst auch ganz viele Strategien an die Hand, wie ihr euren Alltag bedürfnisorientiert gestalten könnt. Einfach ein Herz in die Kommentare schicken, dann bekommst du den Link für den Download.